ganz herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Kathi backt. Heute mache ich ein Rezept aus meinem Backbuch und zwar diesen Karibiktraum, eine Kokos-Ananas-Torte mit weißer Schokolade. Und die liebe Sarah Langstrumpf hat mir auf Instagram geschrieben und gesagt, Kathi, ich will dieses Rezept machen, aber du sprichst von weißer Schokolade, wie viel weiße Schokolade brauche ich denn? Und oh Schreck, ich habe es tatsächlich vergessen anzugeben bei den Zutaten, bitte verzeiht mir das. Also wir brauchen 80 Gramm weiße Schokolade. Erkläre ich aber euch noch alles in Ruhe. Auf meinem Blog könnt ihr es natürlich auch nochmal nachlesen. Und diesen Kuchen machen wir jetzt und der ist so lecker bei diesen sommerlichen Temperaturen. Also jetzt ganz viel Spaß und guten Appetit. Gut, ich zeige euch erstmal, was wir alles brauchen. Wir brauchen eine 18 cm große Springform. Die habe ich schon mit Backpapier ausgelegt. Die werde ich auch noch gleich einfetten mit Margarine. Und ganz wichtig, wir heizen unseren Ofen vor auf 175 Grad Ober- und Unterhitze. Von den Zutaten brauchen wir 200 Gramm Mehl, das ist wieder euch überlassen, ob ihr gewöhnliches Weizenmehl nehmt oder helles Dinkelmehl. 200 Gramm Kokosraspel, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, ein Teelöffel Kaisernatron, das aber erst ganz zum Schluss hinein. Und von den flüssigen Zutaten habe ich eine kleine Dose Ananas, 150 ml Rapsöl, raffiniertes Rapsöl, denn ihr wisst nur, das ist geschmacksneutral, und 100 ml Kokosmilch. Aber dann nehmt nicht die Light-Variante. Das darf ruhig krachen. Und als besonderer Clou habe ich hier noch weiße Schokolade. Die gibt es sogar mit Kokos. Ihr könnt aber auch nur eine gewöhnliche weiße vegane Schokolade nehmen. Und die veganen Tafeln sind ein bisschen kleiner. Da sind nur 80 Gramm drin. Das reicht völlig. Ihr könnt aber auch 100 Gramm Schokolade noch schmelzen. Und damit fangen wir jetzt auch an. Wir schmelzen jetzt erstmal die Schokolade im Wasserbad. Schokolade ist geschmolzen und jetzt geben wir als erstes die weiße Schokolade in unsere Rührschüssel. Dann kommen die Kokosraspel dazu, der Zucker. Könnt ihr das alles schon mal ein bisschen vermengen. Jetzt mache ich schon mal den Vanillezucker auch noch mit hinein. Wir können jetzt alle Zutaten in beliebiger Reihenfolge, aber langsam unter ständigem Rühren dazugeben. Hier machen wir mal kurz das Mehl. Aber das Kaisernatron, den Teelöffel Kaisernatron, bitte ganz, ganz zum Schluss. Wenn ihr mögt, wenn ihr einen richtig herrlich frischen, saftigen, also er ist mega saftig, ne, durch die Ananas, könnt ihr aber auch noch als extra Clou noch den Saft einer halben Zitrone dazugeben. Das ist optional, aber alle Rezepte nicht verzagen, findet ihr wie immer auf meinem Blog. Hier ist nochmal der Merkzettel. Gut, dann schmeiße ich die Maschine an und jetzt werde ich, während die Maschine läuft, in kleinen Mengen peu à peu die restlichen Zutaten hinzufügen, aber ganz zum Schluss das Natron. Der Kuchen ist, also der Kuchenteig ist ja natürlich sehr, sehr saftig, aber das ist so gewollt. Denn es ist ein wirklich herrlich erfrischender Kuchen, den man auch übrigens wunderbar anfrieren kann. Dann könnt ihr da wie so eine Eistorte draus machen. Ein bisschen Sahne dazu schlagen, also ein Träumchen. So, die Backform habe ich schon mal zwischenzeitlich gut eingefettet. Wichtig bis nach ganz oben hin einfetten, denn der Kuchen wird wirklich bis zum Rand gefüllt. Der geht auch gar nicht besonders hoch, weil ich ja nur einen Teelöffel Natron dazu gegeben habe. Also wundert euch nicht, wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, das wird doch bestimmt überbacken und es wird eine Katastrophe geben. Keine Sorge, auf den Millimeter quasi genau ausgerechnet. Ich rühre hier jetzt noch einmal, weil da ist so ein bisschen so ein kleiner weißer Schokoladenkern. So, ja, ich habe es doch gesagt. Zack. Und jetzt
für eine Stunde bei Ober- und Unterhitze auf mittlerer Schiene bei 175 Grad in den Ofen. So, ein ganz wichtiger Tipp noch, nach der Backzeit, also nach 60 Minuten, macht bitte unbedingt einen Stäbchentest. Dafür nehmt ihr einfach so einen Schaschlikspieß, steckt den Spieß in die Mitte des Kuchens und beim Herausziehen darf kein Teig mehr dran kleben. Wenn ihr natürlich gerade eine Ananas erwischt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dann habt ihr natürlich Feuchtigkeit am Stäbchen. Ne? Nicht verwechseln, das ist dann nur Flüssigkeit von der Ananas, also es darf kein Teig dran kleben. Wenn noch Teig dran kleben sollte am Spieß, dann einfach nochmal 5 Minuten die Backzeit verlängern und nach 5 Minuten erneut einen Stäbchentest machen. Ich will mal gucken, was unser Kuchen so sagt. Unser Kuchen ist fertig, natürlich komplett abgekühlt. Ich gebe euch nochmal den Tipp an dieser Stelle, ich würde den Kuchen sowieso einen Tag vorher backen. Zum einen, weil er sich immer geschmacklich besser entwickelt, aber zum anderen auch, weil ich ihn gerne noch nach der Backzeit noch eine Weile im Ofen ruhen lasse und ihn dann, was er sich so ein, zwei Stunden später erst raushole. Dann kann man ihn nachher noch im Kühlschrank stellen, also er ist jetzt richtig schön fest und kühl. Jetzt werde ich ihn mal aus der Form lösen. Sofern er will, sofern meine Form will. Und jetzt werden wir noch richtig schön dekorieren mit 50 Gramm Kokosraspeln. Da habe ich sehr feine Kokosraspel genommen. Und wir haben 3 Esslöffel Puderzucker einfach mit einem Teelöffel, nee, mit einem Esslöffel warmem Wasser verrührt. Und damit pinsel ich jetzt erstmal den Kuchen ein. Denn damit haften dann die Kokosraspeln nämlich sehr, sehr gut. Die werden quasi angeklebt und ich mache auch den Rand. Dann haben wir nämlich eine komplette kleine Kokosnusstorte. Und jetzt machen wir wieder ein bisschen Sauerei. Jetzt kommen nämlich die Kokosraspeln rüber. Und am Rand werde ich die jetzt einfach so andrücken. Aber es ist schwierig, wie ihr seht, dabei nicht zu kleckern. Aber man kann die auch nochmal so wiederverwenden. Aber ja, so den wirklichen Tipp habe ich hier nicht für euch. Also wir müssen tatsächlich ein paar Kokosraspeln dann auch wegwerfen. Ihr Lieben, in meinem Buch habe ich den Tipp euch ja schon genannt. Wenn ihr richtige Fans seid von weißer Schokolade, dann könnt ihr jetzt nochmal 80 Gramm weiße Schokolade schmelzen, den Kuchen damit einpinseln und dann die Kokosraspel rübergeben. Dann ist der auch richtig... Ich habe so eine weiße Kokosbombe dann quasi. Aber es ist natürlich, also von den Kalorien her, es ist schon ein Kracher. Also danach ein paar Bahnen schwimmen. So ihr Lieben, fertig ist er. Ich stelle ihn jetzt nochmal ganz kurz in den Kühlschrank. Ihr könnt den Kuchen natürlich auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, nochmal ins Gefrierfach stellen für eine halbe Stunde. Denn als so eine Art Eistorte schmeckt er auch wirklich köstlich. Ein bisschen geschlagene Sahne dazu. Oh, bei den Temperaturen ein Traum. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt oder Anregungen, hier nochmal meine E-Mail-Adresse. Schickt mir gerne eine E-Mail. Ich freue mich. Ihr könnt mich natürlich aber auch verlinken auf Instagram oder Facebook. Und dann sehen wir uns schon nächsten Sonntag wieder, wenn es heißt, Kathi backt natürlich vegan. Bis dahin, tschüss, bleibt gesund.